Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Star Trek Online. Ja, und leider ist mir bei den anderen Aufnahmen, irgendwie gab es da dann keinen Ton mehr. Ja, und die waren auch leider nicht mehr zu retten, deswegen sind wir auch ziemlich weit nach vorne gekommen in der Mission. Und zwar fehlen uns leider die Aufnahmen. Und zwar von, wo waren wir? Genau, die Schatzhandelsstation. Dann geheime Befehle und Taskforce Hippokrates. Die beiden Folgen sind mir leider kaputt gegangen. Und sogar drei Folgen waren es sogar, ne? Nee, der geheime. Ja, genau. Und das Scharmützel. Jetzt sind wir aber schon hier bei Bredas Rad. Und ich würde sagen, wir machen dann einfach hier weiter. Ja, dann muss ich mich noch bedanken. Bei dem letzten Video hatte ich mich schon bei Anno Hornig bedankt für die schicke Uniform. Dann mache ich es jetzt halt nochmal, da die anderen Folgen ja leider nicht hochgeladen werden konnten. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei dir, Anno Hornig, für das nette Geschenk beim James Chakotay muss ich mich auch noch bedanken vom Winter-Event. Für das schicke Raumschiff, was ich bekommen habe. Ja, dann geht es weiter beim Bedanken beim Timeras oder Timeras für die Einladung zu den Red Shirts, in die Flotte der Red Shirts. Ja, und dann machen wir mal weiter. Wie gesagt, wir sollen jetzt hier auf die Station. Dann düsen wir doch mal hin. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Was so passieren wird. Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen, doch die Aufklärung zeigt, dass Belan jener Ferengi ist, mit dem sie sprechen sollten, wenn sie Informationen suchen. Er ist der Barkeeper. Wir sollten ihm demnach im Lounge-Bereich suchen. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal gucken. Dieser Belan befindet, was er so schön für uns hat. Das ist er auch schon. Willkommen auf der Drosana-Station, dem Zuhause der feinsten Trankopfer und Vergnügen auf dieser Seite von Rix. Interessiert an den Sonderangeboten von heute? Weiter. Ach, wir kommen gleich mal zum Punkt. Tun wir das nicht alle? Ich hätte gerne eine langbeinige Vulkanierin mit einer liberalen Einstellung zu rassenübergreifenden Beziehungen. Okay. Haben Sie da nicht jemand Spezielles im Sinn oder suchen Sie nur Gesellschaft? Ihr Name ist Zemara, kennen Sie sie? Oh ja, ich kenne Zemara. Vielleicht war sie kürzlich hier und vielleicht auch nicht. Mein Gedächtnis ist irgendwie unscharf. Vielleicht können wir uns irgendwie einigen, genau. Ja, ich bin sicher, dass das geht. Nanu, ich spüre gerade, wie sich meine Erinnerung lichtet. Ich erzähle Ihnen was. Ich weiß, dass ihr Typen von der Föderation nicht viel Latinum in der Tasche habt. Aber ihr habt Fähigkeiten, um die Bereitschaft, auch die Hände schmutzig zu machen. Und genau so jemanden brauche ich jetzt. Unsere Replikatoren funktionieren nicht. Vielleicht ist es das gesamte Energiesystem. Ist es das gesamte Energiesystem, weil die Lampen auch nicht ganz in Ordnung sind. Aber eine düstere Beleuchtung ist nicht so sehr ein Problem für mich. Wie unerledigte Getränkebestellungen. Weiter.
Nehmen Sie den Topolift zum Frachtraum und bringen Sie meine Replikatoren wieder zum Laufen. Wenn sie fertig sind, kann ich mich sicher wieder daran erinnern, wann ich Temara das letzte Mal gesehen habe. Okay, dann gehen wir mal zum Frachtraum. So. Dann gucken wir doch mal. Ah ja, so. Diagnose der Replikatoren starten, genau. Aktion nicht verfügbar. Die Replikatoren sind offline aufgrund verminderter Funktionen des Elektroplasma. Diagnose des Elektroplasma-Verteilernetzwerks starten. 30% Energieabfall auf Deck 1 gemeldet. Die Replikatoren sind offline, bis die Energieschwankung repariert wird. Was ist die Ursache für den Energieverlust? Unbekannt. Okay, was muss getan werden? Die Energie muss durch diese Systeme umgeleitet werden, um die Belastung der EPS-Leitung zu mindern. Die folgenden Systeme sind für diesen Prozess verfügbar. Holo-Suiten, Schwerkraftkontrollen, Replikatoren, Umweltsteuerung, oh mein Gott. Verteidigungssystem. 6 Verbindungen sind erforderlich, um das Energienetz zu stabilisieren. Mhm. Dann rufen wir doch mal unser Technikteam. Yep. Das größte Problem, was Sie haben werden, wenn Sie etwas auf der Station reparieren, ist das Alter des Systems und der allgemeine Mangel... an Instandhaltung. Drozana wurde Mitte des 23. Jahrhunderts gebaut und viele der Systeme auf dieser Station wurden seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr richtig auf Stand gebracht. Sie haben es also hier mit einem EPS-System zu tun, das die Belastung durch eine moderne Ausrüstung wie den Replikator definitiv nicht aushält. Weiter. Ich habe ein wenig unserer Datenbank gegraben und einen Eintrag eines Offiziers des Ingenieurskorps der Sternflotte gefunden, der die Station im frühen 40. Jahrhundert besucht hat und Reparaturen am EPS-System vornahm. Die Einträge geben an, dass sie den einen Energiefluss regulieren müssen, indem sie ihn durch die verschiedenen Subsysteme leiten. Es ist praktisch so, als ob sie diese als altmodische Unterbrecher verwenden. Zunächst sollten sie versuchen, einige der beschädigten Systeme und die Energiekupplungen im Frachtraum zu scannen. Sie sollten mehr darüber wissen, wie man diese Relais richtig neu ausrichtet. Na dann scannen wir doch mal. Wenn Sie einen Knäuel aus Drähten und Kabeln finden, das aussieht, als hätten die Wühlmäuse daran genagt, dann erkennen Sie, dass nicht jedes System verwendet werden muss, um eine erforderliche bla 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 bla. Ah. Die Ferengi, die Dozanisch führten, haben die Replikatorenfunktion zur obersten Priorität erklärt. Die Replikatoren sind jetzt in jedes Verbindungssystem eingegliedert, sogar in den Lebenserhaltungen. Beginnen Sie mit der Verbindung zu den Replikatoren, da ansonsten die Energieverbindung ausfällt. So, das hätten wir dann schon mal. So, was kommt jetzt? Ja, beginnen Sie mit einer Verbindung zu den Replikatoren, da ansonsten die Energieverbindung ausfällt. Haben wir erledigt. So, dann gehen wir mal hier ums Eck. Balan fand eine Möglichkeit, um die alten Barkühlungen der Station in Betrieb zu halten, indem er die Kühlungssysteme mit den Replikatoren verband. Wenn die Verbindung nicht so bleibt, geht die gesamte Kühlung offline. Die Replikatoren müssen eine Verbindung zur Umweltsteuerung haben. Energie umgeleitet. Zweite Energieumleitung erfolgreich. So, dann geht's dahin, ne? Hoppala.
Es sieht so aus, als hätte jemand eine veraltete Energiekupplung verwendet, um die Schwerkraftkontrolle an den Hauptversorgungen auszuschließen. Das muss eine Notreparatur gewesen sein, aber sie hat schon so lange hier... Aber sie ist schon so lange hier, dass die Kupplung fest ist und nicht entfernt werden kann. Die Schwerkraftkontrolle kann... Ah nee, bla 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 bla. Okay, Energieleitung, Energie umgeleitet. Sehr schön. So. Was haben wir denn da? Eine Kiste. Dann gucken wir, scannen Sie die. Die EPS-Relais auf der Station sind ein Gewirr von Nebenanschlüssen und Relais mit Patches, die zwischen nicht zugehörigen Systemen und sogar zu Energiezellen verlaufen, die verwendet werden, um die Versorgung der kritischen Bereiche zu verstärken. Hat 6 Verbindungen sind erforderlich, um das... Ah, okay. So. Was soll ich denn jetzt hier? Hab ich doch. Hier ist eine beschädigte Energiekupplung. Dies ist eine Nebenleitung, die langsam Energie von Energiekernstationen fließen lässt. Okay, die Verbindung muss mit jedem System enden. So. Mal gucken. Nicht, dass wir jetzt hier was verkehrt machen. Scannen Sie Energierelais. Die Klingonen, die diese Station im frühen 20. Jahrhundert betrieben haben, führten erhebliche Verbesserungen an den Schutzschirmen der Station durch und fügten Geschützturmwaffen hinzu. Damit wurde zwar die Abwehrkraft der Station gestärkt, aber die erforderliche Energie für den Betrieb des Verteidigungsnetzes erhöhte sich gleichfalls. Die vierte Verbindung erfolgt am Verteidigungsnetz. Vierte Energieübertragung erfolgreich. Wow. So. Nee, ist nicht wahr, oder? Oh, also Nummer 1. Zwei. Nummer 3. Dann zu den Waffenkontrollen. Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal hier an der Station ran. An der vordersten da. Ach, ich liebe solche Rätsel. Ja, aber ein anderes ist es ja eigentlich nicht. Energie umgeleitet. Vierte, bla bla bla. So. Dann müssen wir an diese Dinge da nochmal ran, glaube ich, ne? Ich glaube, an einer Station muss ich, glaube ich, zweimal ran. Und ich denke mal, das wird die hier sein. Jawohl. So, fünfte. Es fehlt uns noch eine. Hier? Nee, da. Ach nö. Also nochmal hier ran. So. Ach, ich liebe es. Hier ran. Dann da hinein, an die Schwerkraftsteuerung. So. Dann nach hinten. Da hat sie ihn ganz eilig. Dann nochmal an die Replikatoren und dann glaube ich an die Holosuiten, war das nicht so? Ah ja. Ah,
hier hätten wir Ranimus. So. Na, seht ihr. Geht doch alles. Stehen hier alle rum, als hätten sie Langeweile. So, WLAN. Willkommen. Interessiert an... Hä? Genau. Funktionieren. Wir hatten eine Abmachung, die Reparaturen. Sehr gut. Geschäft ist Geschäft, richtig? Es soll niemand sagen, dass ich einen geschätzten Kunden wie Sie betrügen würde. Ich persönlich verstehe nicht, warum Sie so interessiert an ihr sind. Sie sieht scharf aus, aber versuchen Sie mal mit ihr zu reden. Sie ist paranoider als ein Agent des obsidianischen Ordens in einem Raum voller Talgia. Zemara hängt üblicherweise in der Nähe der Dabo-Tschüss herum. Halten Sie auch schon nach... Okay, alles klar. Die hängt hier irgendwo rum. Irgendwo hängt sie herum. Der Dabo-Tisch, Dabo-Tisch, Dabo-Tisch. Da ist der Dabo-Tisch. Da ist sie doch. Zack. Seien Sie vorsichtig. Sie beobachten uns. Wer denn? Wie kann ich helfen? Finden Sie heraus, wer mich beobachtet. Ich bin hier nicht sicher. Die Klingonen beobachten mich. Sie wissen, dass jemand der Sternwarte etwas gesteckt hat. Die Geister schlafen niemals. Ihre Augen sind hungrig. Gestern umrundeten sie einen betrunkenen Klingon. Jetzt ist er tot. Sie werden mich finden, wenn die blauen Lichter leuchten, und dann werde ich verschwinden. Wie können Sie das wissen? Sie denken vielleicht, dass Sie es wissen. Sie haben vielleicht sogar Aufzeichnungen auf Ihren Tricorder, von denen Sie denken, dass sie richtig sind. Aber Sie wissen es nicht. Sie können... Wie können Sie das wissen? Ich bin jeden Tag hier. Sie beobachten mich und ich beobachte Sie. Ich kann Sie an den sicheren Ort bringen. Nein, Sie sind überall. Sie beobachten. Sie sind schon zu lange hier. Jemand wird bemerken, dass wir zusammen sind. Gehen Sie und machen Sie etwas anderes. Spielen Sie Dabo. Ich kontaktiere Sie, wenn ich fertig bin, wenn es sicher ist. Na gut, dann zocken wir halt eine Runde. Oh, nervösen Verringer hier reden. Sehen Sie nicht, wie ich damit beschäftigt bin, all meine Lithium zu verlieren? Tut mir leid, mein Fehler. Hä? Fechtrainer? Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Der nächste Dreh ist meiner. Ich fühle... So, dann wollen wir nochmal Dabo spielen. Spielen Sie Dabo. Na klar. Drehen Sie das Rad und gewinnen Sie. Na denn. Ich werde mir jetzt nicht das Tutorial anschauen. Ich will nur Dabo spielen. Dabo... Dabo spielen. 10. Okay. Naja. Sieht aus wie Roulette oder wie so ein einarmiger Bandit. Oder? War das ein? Na genug, ich konnte nicht warten, bis Sie das hinbekommen. Ich wäre die ganze Nacht hier gewesen. Ah, okay, Zemiramisch. Beenden. Nein, wir möchten keinen Dabo spielen. Seien Sie vorsichtig, Sie beobachten uns. Sind Sie jetzt bereit zum Reden? Sie müssen sich nicht um mich sorgen. Ich überlasse diesen Platz den Geistern. Sie scheinen mehr hierher zu gehören als wir. Ich habe die Überfahrt auf einem Schiff gebucht. Sie müssen nicht wissen, auf welchem. Sagen Sie Drake einfach, dass er seine Informationen weitererhält. Auf die eine oder andere Art. Okay. So, Captain, es waren Davidianer im Donato-System. Jetzt haben Sie erneut Beweise für sie auf der... Da sind sie doch. Da schweben sie doch. Nutzen die neutrale Zone als Altnahrungsgründe. Und damit sind Dutzende Welten gefährdet. Ich habe Sensordaten zur Analyse von. Empfehlung?
Forschungseinrichtung befindet sich auf dem Deep Space Station K7. Ich schlage vor, wir beraten uns mit dem Team dort. Jawohl. Na klar. Auf zum Schiff. Jo. Jo, ich würde sagen, dann machen wir hier mal eine kurze Pause, ne? Oder feiern mit dieser Folge. Ja, ansonsten, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wenn es euch Spaß gemacht hat, könnt ihr das gerne in den Kommentaren reinschreiben. Ja, wenn es euch nicht Spaß gemacht hat, könnt ihr mir das natürlich auch schreiben. Worüber ich mich besonders freuen würde, wäre über einen Daumen nach oben. Ja, und ansonsten, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, einfach rechts oben draufklicken. Ne? Und ich sag dann, Tschüssikowski, bye bye. Euer Lümpi.